Dass ich ein Faible für Wikinger bzw. Mittelalterspiele habe, habt ihr sicherlich auf meinem Kanal schon feststellen können. Jetzt möchte ich allerdings ein Spiel vorstellen, in dem die Liebe zu einer Insel so weit geführt hat, dass derjenige sogar jetzt ein Spiel draus macht. Was das ist, schauen wir uns natürlich jetzt an. Ich habe euch wie immer alles zusammengepackt. Wir legen auch direkt los mit dem Video, Freunde. Denkt an den Daumen. Los geht's. Willkommen zurück auf meinem Kanal und damit zu diesem neuen Video. Die Entstehungsgeschichte rund um Skye ist in meinen Augen eine ganz besondere. Mark Peters aus Cambridge ist ein Riesenfan dieser Insel und hat diese auch schon mehrmals bereist. Allerdings war dies in der Pandemiezeit nicht mehr möglich, sodass er kurzerhand beschloss, seine eigene kleine Insel nachzubauen und ein schickes Survival zu schaffen, um die Schönheit der Insel mit möglichst vielen Menschen teilen zu können. Was bisher passiert ist und was die Pläne sind, schauen wir uns natürlich jetzt an. Denkt aber bitte daran, dass sich bis zum Release des Spiels noch einige Dinge ändern können, da sich das Spiel weiter in der Entwicklung befindet. Wenn ihr auch in Zukunft keine Videos zu diesem oder anderen Spiele verpassen wollt, schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei, checkt die Playlisten ab, lasst doch gerne ein Abo da. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Legen wir also los. Skye ist ein realistisches Survival-Abenteuer, welches während der Wikingerzeit auf der Insel Skye, die unmittelbar vor der Westküste Schottlands liegt, spielt. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass es sich hier nicht nur an dieser Insel orientiert oder inspiriert wurde, sondern dass der Entwickler die komplette Insel 1 zu 1 in einem Verhältnis von 1 zu 4 nachgebaut hat. Und das auch direkt in der schicken Unreal Engine 5 umsetzt. Als Unterstützung hatte er das Glück, einen Briefträger namens Scott Thompson von dieser Insel an seiner Seite zu haben, der die Anfänge der Karte mitbekam und somit auf die Entwicklung aufmerksam wurde. Aber was ist Skye für ein Spiel? Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um ein Survival mit gewissen Besonderheiten. Wir selbst schlüpfen in die Rolle eines Wikingers, der genau in dieser Insel nach einem Schiffbruch angeschwemmt wird. Bewaffnet mit einer Axt müssen wir also anfangen, unser Überleben sicherzustellen und beginnen durch die Story zu verstehen, was passiert ist und warum wir hier sind. Trotz der Story bleibt uns aber überlassen, wie wir spielen möchten. Das heißt, wir können ganz entspannt vor uns herleben und unser Dorf errichten, oder wir gehen auf Plünderung, stellen uns gewissen Abenteuern oder erkunden die sehr schicke Insel mit all ihren Sehenswürdigkeiten. Wir müssen auch hier natürlich Rohmaterialien sammeln, um unser Vorhaben dann umsetzen zu können. Hierbei setzt der Entwickler ebenfalls auf eine realistische Herangehensweise. Auch Gebäude können durch die vorgegebenen einfach erbaut oder auch modular angepasst werden. Um die Übersicht zu behalten, ist zusätzlich der Wechsel zwischen der Ego- und Third-Person-Perspektive möglich. Wir müssen also schauen, dass wir nicht nur gegen die Wildtiere und auch mystische Wesen was im Petto haben und unser Dorf dementsprechend vorbereiten, sondern dürfen auch das Wetter nicht außer Acht lassen. Denn Hitze, Kälte, Schnee und auch Regen spielen hier eine wichtige Rolle. In Zukunft sollen neben zahlreichen Content-Updates auch Themen wie PvE und PvP zusätzlich ins Spiel kommen. Einen genauen Release-Termin gibt es außer die Aussage, dass sie versuchen, das Spiel in den nächsten 12 Monaten für Steam fertig zu bekommen, leider noch nicht. Es wird aber schon angedacht, eine Konsolenversion in Zukunft bereitzustellen und eine Demo für alle frühen Supporter wird es auch geben, um gegebenenfalls Probleme vorzeitig noch beseitigen zu können. Okay, Freunde, das waren die ersten Informationen, die ich euch zum Spiel Skye hier zusammentragen konnte. Ich bin sehr gespannt drauf, zumal es sehr interessant ist, dass jemand wirklich mal eine komplette Karte bzw. Insel, die es in der Realität auch gibt, zusammenbaut und dementsprechend ein Spiel draus macht. Ich bin aktuell mit dem Entwickler ein bisschen in Kontakt und wenn es Updates geben sollte, wird es natürlich weitere Videos geben. Bleibt also dran, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr das auch nicht. Ansonsten war es das Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.